He did that shit on purpose. So I'm gonna charge him double. I'm gonna charge him. What? You said it yesterday. What you talking about? You said that yesterday. That's double. Meine Mitspieler haben mich früher immer D-Mac genannt. So nennen mich auch teilweise die Spieler. Das ist vollkommen in Ordnung. Coach, sagen sie Coach, David, D-Mac. Alles in Ordnung. Hey, we don't need a map. We start. Hey, real quick. Yes. So we don't do core to start off. We start right away with the stations. Minimum two rounds, right? You can do a third one after two. If you want to lift, you can lift after three. After two. Right? I got you. All right? Okay? All right, let's do it. Ich bin der erste Assistent, ich mache Scouting Reports, ich mache auch Video mit und bin natürlich der am nächsten an Josh dran ist und viel mit ihm zusammenarbeitet. Ja. Small movements back and forth. I couldn't even change if I wanted to. Ich bin hier damals 2007 hergekommen und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich wurde irgendwie mit offenen Armen aufgenommen, ja, von dem Verein, von der Stadt und hat sofort so ein heimisches Gefühl. Hold. But I'm a military child, so it's different, man. Ah, you're not a real military child. Natürlich machen wir hier einen ernsten Job und natürlich muss man natürlich auch ernst sein und professionell sein, klar. Aber uns ist schon wichtig, dass die Jungs auch Spaß haben. Ja, das ist klar, die sollen gerne ins Training kommen, die sollen gerne zum Spielen da sein, die sollen gerne für Ludwigsburg spielen wollen. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, dass man so ein bisschen zwischenmenschlich natürlich auch interagiert. Ja. Und das ist ganz klar auch mein Part in der Mannschaft auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist schon Freitag, wir spielen ja Sonntag. Dann macht es nicht wirklich groß Sinn, die jetzt irgendwie richtig pumpen zu lassen. Ne? Außer wenn sie, manche wollen das, aber die meisten eher nicht. I apologize, team. Yeah, you did. It's fine. My fault. You know what? I wasn't on time and I should have been. Chamber, you hear that? I'm sorry. JD up. No, JD up. Als Spieler früher war das wirklich extrem so, dass ich wirklich viel mich um die Amerikaner gekümmert habe, dass ich mit denen Sachen unternommen habe und so weiter. Als Trainer ist es so ein bisschen schwierig. Ich habe genug Aufgaben, so wie es ist. Es gibt in der Mannschaft genug Jungs, die das dann für mich übernehmen können. Ja? Aber wenn die Hilfe brauchen, natürlich mit irgendwelchen Sachen oder was übersetzt werden muss oder irgendwie sowas oder denen so ein bisschen die deutsche Kultur nahezubringen, dann bin ich auf jeden Fall für da und das mache ich auch gerne. Ja. Barber did like a 360 on a haircut. They showed him, he like this, he looked into the camera, he like, oh! Like, what? All right, man, let's head to practice. Let's go. Go to the gym. Let's go. Okay, Maddie, go ahead. Get his ass, Maddie. Come on. Ready. Wir haben einen Videokoordinator, Dave Pavlovkovic. Dann ich bin der erste Assistenztrainer und dann haben wir natürlich Josh King, unseren Head Coach. That used to be my favorite shoe playing, the Kobe. I love them. I thought you were talking about my arms. Oh, no, don't. Yeah, this. What are those, 13s? Er war damals Assistenztrainer, als ich noch Spieler war. Das heißt, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis schon immer, verstehen uns gut, sind befreundet, was die Sache natürlich sehr einfach macht. Ja. Es ist auch so, dass ich sehr viel machen darf im Training, dass ich sehr viel Verantwortung bekomme, dass er mich viel machen lässt auch. I'm gonna have to work on the handoff spin-off thing, because they remember they overplay the handoff. Dass er auch meine Meinung sehr wertschätzt und oft auf mich hört. Ja. Und sonst sind wir natürlich freundschaftlich, wir haben immer eine gute Zeit zusammen eigentlich. Ja. Probieren diese ganze Erfahrung, die wir jetzt hier zusammen machen, natürlich auch irgendwie spaßig zu machen für uns, ja, dass wir eine gute Zeit haben, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Yeah, right. Money. Pay up. They said the first one. If we would go 52 and he would have the ball and he would go this way, they do this. Right, so yeah, that's what we're doing now, right? So everybody just start over there first, right? Like get in, spin yourself the ball, right? You come here, you dribble over here, boom, and then you spin off and you get to the rim one time, right? Ich glaube, das hilft schon, wenn man als Trainer selbst gespielt hat. Vor allem, ich habe auch hier gespielt, ich weiß, wie das Umfeld ist, ich weiß, wie wir spielen wollen. Ich habe in dem System, das wir spielen, habe ich selbst gespielt. Und natürlich kann ich da ganz anders mit den Jungs interagieren, ja, weil ich es, wie gesagt, ich war auf dem Feld, ich habe es gemacht, ich habe teilweise gegen Leute schon gespielt, die bei uns in der Mannschaft sind, das heißt, die wissen, wie ich gespielt habe und dann ist es natürlich so, alles ein bisschen einfacher weiterzugeben. Fake it over, up and then go, yes, and then turn it over, there you go. Ich war ein Führungsspieler natürlich, bin vorangegangen, war oft Kapitän in meinen Mannschaften, war immer so ein bisschen Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft, was auch immer, was gut war und ich möchte behaupten, dass ich eigentlich ein Winning Player war, ja, dass ich viele Kleinigkeiten auf dem Feld gemacht habe, die einen Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.
Talent braucht man auf jedem Level, aber so Kleinigkeiten richtig machen, ja, und immer konzentriert zu sein und immer verteidigen zu wollen, immer Bereitschaft zu haben und immer den Fokus zu haben, ja, diese Kleinigkeiten können dich aufs Feld bringen und die machen oft den Unterschied, ob man Spiele gewinnt oder nicht, ja, und das probiere ich ganz klar natürlich unseren Jungs zu vermitteln, ja. I will have it, right? Don't matter, fine. Oh, they're done already? All right, then bring it in. We good. Let's go. Ich bin ein Basketball-Junkie. Ich schaue eigentlich alles. Ja. Also ich schaue die spanische Liga, ich schaue natürlich die Euroleague, ich schaue jedes internationale Spiel, was ich irgendwie sehen kann. Also mein Sohn sitzt neben mir auf der Couch und wir schauen statt irgendwie Cartoons oder irgendwas, schauen wir Basketball. Ich probiere mir natürlich immer irgendwo Inspiration zu holen und immer irgendwie was zu lernen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man in dem Spiel, was wir machen oder im Sport, kann man nie auslernen. Ja. Man sieht immer was Neues, man kann immer was dazulernen und das ist immer mein Ziel und mein Bestreben. Ja. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu John Patrick. Ich habe 4 Jahre lang für ihn gespielt, habe 3 Jahre lang für ihn hier als Trainer gearbeitet. Von daher, das war eine sehr prägende Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit, muss ich sagen. Und es ist wie ein Mentor für mich. Ja. Auch jetzt, wenn ich irgendwie Rat brauche oder irgendwas, dann rufe ich ihn an und er ist sofort für mich da. Zeitunterschied oder nicht. Und da haben wir auf jeden Fall schon ein sehr, sehr, sehr besonderes Verhältnis. Ja. Ich bin, wie ich bin. Also ich bin immer gleich. Mir ist scheißegal, was das ist. Go, go, go! Here we go! Jeder, der Basketball spielt, hat einen Traum, in die NBA zu kommen. Es war als Spieler mein Traum, hab's nicht geschafft. Ja. Vielleicht schaffe ich es als Trainer, wer weiß. Ja. Also das wird sich zeigen, aber jetzt so sagen, dass ey, ich muss unbedingt in die NBA kommen, das ist jetzt nicht so. Man, this is the most dunks I've seen all year, man. Ich nehme die Reise so, wie sie kommt, probiere hier erfolgreich meine Arbeit zu machen und für den Verein zu arbeiten und erfolgreich Basketball zu teachen. Yeah. Walk through, get some shots up, get some shots up now. Then we got to be ready to go. I do think the guys are trying to be aggressive. Yes. And we do create and we try to take something away. Yeah. He was actually high and flat. He was decent. And then Johannes, yes, he strung him out. Yeah. And then JB popped, and he was wide open. And then he on a recovery. That's when Johannes that's drove. That's the one where JD was in the wall. Yes. And yes. But Sam just left, and then Johannes turned the corner and got a layup. Will kind of got clipped, and Sam was like, well, if he gets hit, what do I do? Switch? Like, but yeah. He doesn't know that, because yeah. We haven't talked about it with him, because he's new. Yeah, you know? Ich verbringe fast genauso viel Zeit hier wie in der Halle. Ja? Natürlich macht man viel in der Halle, ja? Aber für uns Trainer ist die Arbeit auch hauptsächlich hier im Office. Ja? I told Pavs when we were watching film. This weekend. Yeah, we have to go back over this, because that's Jeff. That should be Jeff. Yes. Right? We talked about this. Natürlich schauen wir viel Film. Schauen uns unsere Spiele an, tun natürlich erstmal auch auf den Gegner vorbereiten, ja, viel, schauen uns den Gegner an, tun dann verschiedene Situationen davon rausschneiden, die wir der Mannschaft zeigen, und uns gezielt auf Gegner vorzubereiten. Natürlich tun wir auch unsere Spiele, die wir gespielt haben, nachbearbeiten, also natürlich dann gucken, wo wir Fehler gemacht haben, was wir besser machen müssen und dann das Training auch vorbereiten dementsprechend. Ja, das ist natürlich klar, dass dann die Sachen, die man im Spiel falsch gemacht hat, dass man die dann im Training anspricht und dann das der Mannschaft so rüberbringt, dass sie nicht merken wirklich, dass sie an was arbeiten, aber dass sie an was arbeiten. Ja, und das ist natürlich dann unsere Aufgabe hier als Coaching-Staff, das zu besprechen und das dann irgendwie für zur Mannschaft zu präsentieren. Ja. Aber da bin ich mal gespannt jetzt. Alles klar, danke. Weißt du, was das für eine Szene ist? Ja, Ende vom Spiel gegen MBC. Er sagt erstmal den ersten Treffen bitte. Und dann ist die Frage vorwerfen. Jerry macht den ersten und jetzt der Blick nach draußen zum Trainer. Und was ist die Ansage? Die Ansage ist, er soll ihn machen. Ah, sie sind sich nicht einig. King und McRae sind sich nicht einig.
Er macht den zweiten. Das gehört dazu, ne? Das ist als Assistenztrainer, du gibst deine Meinung dem Headcoach und er muss dann die Entscheidung treffen. Das ist immer schwierig. Er ist dann immer der, der für alles gerade stehen muss. Ja? Auch wenn ich ihm vielleicht was vorher gesagt habe und er dann das macht, was ich ihm gesagt habe, ich bin dann fein raus. Ne? Das ist seine Entscheidung. Ja? Von daher ist es dann immer schwierig und es kommt schon mal vor, dass man sich da nicht einig ist. Ja? Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, das war eins meiner besten Spiele offensiv, glaube ich, gegen Bayreuth damals, ja, mit Adlon Dragons. Da habe ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen heiß gelaufen, habe viel getroffen. Jetzt war David McRae nicht mehr zu stoppen. Ihm gelang das fast perfekte Spiel. Traf 9 von 10 Würfen aus dem Feld. Unglaubliche Vorstellung vom Shooting Guard der Adlon Dragons. Am Ende 22 Punkte für den 27-Jährigen. Lief ganz gut für mich offensiv und habe dann das Spiel so ein bisschen an mich gerissen. Das war eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, ja, an die Spielertage, ja. War schön. Vorgestellt als das Gesicht der MAP Riesen, David McRae. Bisschen surrealer Moment. Auch wenn ich jetzt die Bilder sehe, da wird man ein bisschen emotional, muss man sagen, weil das war wirklich sehr, sehr schön. Das ist wirklich was Besonderes. Ich glaube, nicht viele Spieler haben die Ehre, dass ihr Trikot irgendwo retired wurde. Und ich bin der einzige Spieler bei uns im Verein, dessen Trikot unter der Hallendecke hängt. Und das war wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment, ein sehr schöner Moment. Das hat der Verein wirklich auch sehr gut für mich auf die Beine gestellt und für mich sehr schön gemacht. Und also für mich ist es immer surreal. Ich bin sehr dankbar für all das, aber das ist schon echt was Besonderes. Ja. Ich bin ja eigentlich niemand, der wirklich die Worte fehlen, aber ich kann eigentlich nichts anderes sagen, als um es zu lernen. Für den unglaublichen Erfahrung, für die ganzen Jahre, die ich hier spielen durfte, die ich auch in Bonn spielen durfte, die ich in der Liga spielen durfte. Für alle Teammates, die ich hatte, auch für mich. Sehr besonderer Moment, aber auch, dass meine Familie da war natürlich, ja, meine Kinder, meine Frau, dass die das mit mir erleben durften, das war schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja. Natürlich erinnert man sich da gern dran, ja klar, es ist in der Vergangenheit so, aber es ist immer schön, es mal wieder anzuschauen. Nee, ey, danke. Also echt, echt cool, darauf zurückzublicken, wirklich, muss man echt sagen, macht Spaß, aber jetzt ist ein anderer Alltag, ne? Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich Trainer, jetzt muss ich schauen, dass die Jungs auf dem Feld funktionieren. Ja. Ich habe immer noch mit Basketball zu tun. Ich kann mein Hobby zum Beruf machen. Ja, und es macht riesen Spaß. Und bisher fühlt sich das für mich nach Arbeit an. Ja. Bye, guys. Ciao, ciao. Erstens bin ich natürlich Vater und Ehemann, ne, zu Hause, aber ich bin schon ein bisschen ruhiger zu Hause auf jeden Fall. Ne. Ich bin nicht so voller Energie und voll die ganze Zeit am Reden, das ist ein bisschen anders, aber natürlich probiere ich meinen Kindern viel Zeit zu verbringen, auch mit meinen Kindern zu sprechen, mit meiner Frau zu sprechen natürlich, aber schon eher ein bisschen ruhiger, ja, zu Hause. Ich habe viele deutsche Attribute. Ich bin von meiner Mutter alleine großgezogen worden, also meine Eltern waren relativ früh geschieden. Und meine Bezugsperson als Mann war mein Großvater, der ein sehr harter Arbeiter war. Deswegen habe ich viele deutsche Attribute, ich bin immer pünktlich. Ich bin mir für nichts zu schade und probiere immer so gut, wie ich kann, meinen Job zu machen. Aber ich habe auch viele Traits von meinem Vater, der, wie gesagt, im Militär war, der auch sehr diszipliniert war und sehr ehrgeizig war. Und das habe ich natürlich auch in mir. Von daher sage ich, ich habe viel von beiden abbekommen. Ja. Ich möchte, dass meine Kinder zweisprachig aufwachsen. Das heißt, ich spreche mit meinen Kindern nur Englisch. Ich gehe zu Footballspielen von meinem Bruder oder sowas, der American Football Trainer ist. Und sowas mache ich. Das ist so, glaube ich, bis American Subculture, wenn man das so nennen mag. Und ich grill gerne, ja. Also so American Barbecue Style, das mache ich schon gerne. Das sind schon so ein bisschen American Klischee Sachen, die ich gerne mache auf jeden Fall. Ja. Ohne Frage eine Basketballstadt. Das ist auf jeden Fall so. Wir sind die
die Sportmannschaft in der Stadt und wir werden auch von der Stadt sehr gefeatured und jeder in der Stadt erkennt uns auch. Wenn du mit Team G rumläufst, dann kommst du auch direkt in Unterhaltung mit Leuten, die sagen, hey, ich war am Wochenende beim Spiel, gut gespielt und weiter Gas geben und so. Und das ist auch immer sehr cool und sehr charmant und echt, wirklich echt positiv. Das ist auf jeden Fall eine basketballverrückte Stadt. Ja. Meine Heimatstadt, in der ich geboren bin, Speyer, ist ähnlich von der Größe. Sehr schön, viel Grün, viel Parks, viele Möglichkeiten mit den Kindern was zu unternehmen. Die Leute sind sehr freundlich. Man muss sich ein bisschen an die Schwaben gewöhnen erstmal, ja, wenn man hier ist. Aber wenn man sie dann kennenlernt und offen denen gegenüber ist, dann sind es echt sehr, sehr nette Leute. Und uns hat es direkt gefangen und wir fühlen uns hier sehr wohl. Ja. Ich bin damals so vom Basketball gefangen worden. Ich habe Fußball gespielt und habe mich auch wohl gefühlt und habe gut Fußball gespielt. Es war alles okay. Und dann bin ich damals zu einem Basketballcamp gegangen. Und der Vibe und der Lifestyle und die Kultur hat mir so gut gefallen, dass ich dann komplett hin und weg war und gesagt habe, ey, ich möchte nur noch Basketball spielen. Und deswegen, das ist schon, das merkt man schon. Schwer zu beschreiben so ein bisschen, ja, aber das ist einfach so, was zu einem passt auch. Und mich hat das halt wirklich so angezogen extrem. Ja. Oh, yeah, boy. Wir sind eine Basketballfamilie. Wenn ich einen freien Tag habe, dann bin ich in der Halle und schaue meinem Sohn beim U10 oder U12 Spiel zu. Oder meine Tochter hat Training oder sie hat ein Spiel oder wie auch immer. Also wir sind wirklich in der Halle. Und auch wenn mein Sohn kein Spiel hat, dann möchte er in die Halle gehen und die Pro-B-Mannschaft spielen sehen oder die MBBL-Mannschaft spielen sehen oder die U14 oder irgendwas. Also, und das mache ich auch gerne, klar. Mir macht das Spaß. Ich schaue gern Basketball, er schaut gern Basketball. Und meine Frau ist auch gewohnt, immer in der Halle zu sein. Von daher, wir sind wirklich durch und durch eine Basketballfamilie. Der Ulker. Ich meine ihn noch so. Jaden, weißt du noch, ja, das ist sehr competitive hier. Also, vor allem ich. Ich kann nicht verlieren. Er auch nicht. Jaden, weißt du noch, meine Frau spielt mir keine Spiele mehr. Ja, nachdem Jaden, ich mal. Jaden. Sie einmal, die sagt, ich habe ihr einen Würfel gegen den Kopf geworfen. Aber das stimmt nicht. Wir waren bei mir zu Hause, bei meiner Mutter, haben mich ärgerlich nicht gespielt. Und ich habe verloren. Und ich habe den Würfel so auf dem Tisch. Und er hat unglücklich gesprungen und so gegen den Kopf. Seitdem spielst du nicht mehr mit mir. Aber ich kann schon immer, ich kann ganz schlecht verlieren. Das ist echt. Meine Familie ist ganz klar mein Ruhepol. Viele Leute fragen meine Frau öfter so, ob ich bei ihr auch so viel rede oder laut bin oder so. Ne? Und sie sagt, nee, der ist eigentlich relativ ruhig. Ja? Was auch so ist. Ja. Ich bin hier, um Energie zu tanken auch. Ja? Und die gibt mir, meine ganze Familie gibt mir Energie und hier kann ich ruhig sein und einfach auch mal genießen, ja, und natürlich viel Zeit mit den Kindern verbringen, ja. Lass bei Grün geblieben. Entschuldigung. Ich wünsche mir Grün. Du bist dran. Man ist oft nicht zu Hause. Damals in der Bubble habe ich meine Familie, glaube ich, 2-3 Wochen nicht gesehen. Das war für mich sehr, sehr schwierig. Ist für meine Kinder manchmal schwierig, ist für meine Frau manchmal schwierig. Aber da wir alle so basketballverrückt sind und alle so wissen, warum ich das mache, ist das alles ein bisschen einfacher. Dafür ist die Freude umso mehr da, wenn man nach Hause kommt. Es hat alles immer positive und negative Seiten. Das ist einfach so, ja. Also jetzt knapp 2 Stunden vorm Spiel. Ich fahre jetzt zur Arena, muss jetzt noch die Plays aufmalen. Und dann sind die Jungs auch schon da fürs Warm-up. Und dann geht die Vorbereitung aufs Spiel los. Wir spielen heute gegen Heidelberg. Danke. He ain't one of the most consistent. Nach dem Shootaround, ja, den wir hier machen, habe ich noch ein paar Aufgaben. Ich gehe in die Kabine und mal den Gameplan auf für uns, ja, mal die gegnerischen Plays auf, probiere die Jungs so vorzubereiten, dass wenn sie in die Kabine kommen, dass sie ein bisschen sehen, was sie erwartet jetzt im Spiel. Also wir sind durch die Spielzüge durchgegangen im Training, haben über diese Sachen alle gesprochen, ja. Aber das soll nur nochmal, das, so dass sie sich ein bisschen dran erinnern, ne? Das ist Refresh Your Mind, ja. Dass sie so wissen, okay, hey, okay, ja, das haben wir gemacht, weiß ich, so Pointers, ja. Das halt, hilft. Der Fokus ist halt ganz klar, ich muss nicht körperlich irgendwie
bereit sein, sondern ich muss vor allem mental wach sein und bereit sein, irgendwie Adjustments zu machen oder Josh einfach zu helfen. Finito! Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe schon so viele Spiele gespielt, dass ich nicht nervös bin. Und so ein bisschen Jitters hat man immer vor dem Spiel, das gehört aber auch dazu. Dass ich jetzt irgendwie große Aufregung verspüre, jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Das fragen mich viele Leute, ja, ob ich nicht wirklich, ob ich dann an der Seitenlinie irgendwie aufs Feld rennen möchte und irgendwie selbst verteidigen möchte oder selbst werfen möchte. Das ist aber bisher noch gar nicht so gewesen. Ja. Ich habe 15 Jahre lang in der Bundesliga gespielt. Ich hatte meine Zeit. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Es war ja auch meine bewusste Entscheidung, den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen und vom Basketball wegzugehen. Ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass ich nicht irgendwie gezwungen wurde, aufzuhören, sondern dass es so meine Entscheidung war, dass ich so für mich sagen konnte, so hey, das reicht jetzt, ich mache jetzt was anderes machen. Und mir macht es wirklich viel Spaß. Ja. Das Coaching macht mir sehr viel Spaß. Von daher, in den Fingern juckt es nicht, ja? Aber ich sehe halt manchmal schon Situationen, wo ich sage, ey, das wäre mir nicht passiert. Ich kann auch schon mal laut werden, aber meistens probiere ich die Jungs runterzuholen und zu beruhigen und irgendwie denen klare Anweisungen zu geben, damit sie wissen, was sie machen müssen. Ich bin auch oft so, dass ich Josh ein bisschen runterholen muss. Ja. Ich muss mich aber auch manchmal ein bisschen bremsen mit den Schiedsrichtern oder sowas. Ja. Hey, Christoph! 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 Christoph, da war noch am Ball dran, oder? Aber ich bin auf jeden Fall mit Herz und Leidenschaft dabei und probiere natürlich meinem Coach und meiner Mannschaft zu helfen, zu gewinnen. Okay, hey, but we're popping right now with our five on thumb side. You guys understand? Yeah. Comes back up top, hot dive, chase play. Hey, defense, guys. Defense. Everybody in the dance. Hey, keep it up. 3, 1, 2, 3. Defense. Defense. Hey, let's go. Ständiger Austausch mit dem Headcoach. Ja. Man probiert ihm Informationen zu geben oder zu sagen, was man sieht. Ja, weil es ist so, er hat viel Verantwortung, er sieht viele Sachen. Aber man kann nicht alles sehen, ist klar. Deswegen hat man Assistenztrainer, ja. Und dann probiere ich ihm zu sagen, was ich sehe, wo wir vielleicht Probleme haben oder was wir gut machen, was funktioniert. Und dann probiere ich ihm halt immer irgendwie eine Message zu geben. Aber es ist auch so, dass man mit den Spielern in den Austausch ist. Ja. Die werden ausgewechselt, sind vielleicht manchmal frustriert oder irgendwas hat nicht funktioniert. Dann geht man zu einem hin, redet mit einem, probiert ihn ein bisschen runterzuholen oder abzuholen und ihnen die Sachen zu erklären. Der Headcoach hat nicht immer Zeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern, ja, dann könnte er das Spiel nicht coachen, ja, dann wird einer ausgewechselt, ist irgendwie frustriert oder was, dann setze ich mich neben ihn oder rede kurz mit ihm und sage, ey, alles ist in Ordnung, ja, die Situation so, es war dein Fehler, klar, aber jetzt ist vorbei, next play mental, ja, und so Sachen halt, da kann man, glaube ich, den größten Einfluss drauf nehmen, ja. Wir haben ja Jormann, der ist schon einige Jahre hier, ist, gegen den ich auch schon gespielt habe, der auch so ein bisschen vom Spielertyp ist, so wie ich früher war. Und der ist natürlich dann schon jemand, den ich mir ab und zu ranhole und sage, ey, wir müssen das machen, wir müssen dies machen. Ey, guck, dass du die Jungs anführst, ja, dass du vorangehst, dass du so derjenige bist, der für uns den Tone settet, ja, damit alle wissen, so, ey, er geht voran. Ich glaube, ich rede mit allen viel, mit unseren Aufbauspielern auch. Ja, natürlich, wenn ich sehe, was offensiv zum Beispiel funktioniert, dass ich mir einen von denen ranhole und sage, ey, guck mal, hier ist es frei. Ja, schau mal nach der Situation, hier, die Ecke ist frei oder irgendwie sowas. Ja, und dann probiert man es da schon auf jeden Fall Einfluss zu nehmen. Als Spieler kannst du viel mehr auf was auf dem Feld ist beeinflussen als Trainer. Ne? Als Trainer musst du Informationen geben, du musst den Jungs einen Plan geben, dass es funktioniert, aber die müssen spielen. Ja, und deswegen ist da schon ein bisschen anderer Druck da, ja, auf jeden Fall.
Aber die Bereitschaft war da, die wollten hart spielen, die wollten verteidigen, wollten die Regeln befolgen, von daher war ein gutes Spiel für uns. Sollen gefeiert werden, super, schön. Ja. Und wie wir schon besprochen haben, als Trainer ist es ein anderer Ablauf. Ja. Du bist dann schon wieder, kriegst die Statistik in der Hand und probierst dann wieder zu sehen, so hey, hier hatten wir Probleme, da hatten wir Probleme, spielen am Mittwoch schon wieder. Ja, von daher, sobald der Buzzer ist, konzentriert man sich schon fast wieder auf die nächste Aufgabe. Ja. Und meine Zeit war da, ich war da lang genug gesessen und wurde gefeiert, von daher ist alles in Ordnung. So mit Loslassen vom Basketball kannst du dann auch gar nicht, ne? Wo ich gestern verwundert war, okay, du warum chillst du nicht meine halbe Zeit? Ja, aber nein, und kann ich auch nicht. So, weil Basketball ist ein Teil von mir, Basketball ist mein Leben. Alles, was ich im Leben habe eigentlich, habe ich durch Basketball bekommen. Ich habe meine Frau bei einem Basketballcamp kennengelernt. Ich habe meine ganzen Freunde, meine besten Freunde habe ich alle beim Basketball kennengelernt. Fast alles, was ich im Leben erreicht habe, habe ich durch Basketball bekommen. Ja. Und deswegen, das ist so, so ein Teil von mir. Ich kann ohne Basketball nicht. Ja. Und das wird auch immer so sein. Ja.